Hallo ihr Lieben, ich würde einfach mal anfangen. Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen zum Live-Chat mit Christina Ahrens und Arne Löber. Keine Angst, Arne hat sich nicht komplett verändert. Das hier ist nicht Arne. Ich bin Bernd, ich bin bei Sturm der Liebe für Social Media zuständig und sende hier gerade live aus der SDL-Zentrale in Bichelheim. Ich werde heute diesen Live-Chat so ein bisschen moderieren. Bevor ich jetzt aber lange um den heißen Brei rede, würde ich sagen, schauen wir mal, wo unsere Hauptpersonen sind, ob sie schon online sind, dass wir sie mit reinholen können. So, da haben wir schon mal den ersten, glaube ich. Und da ist auch Hallo. Die zweite Person schon. Bernie, Christina. Der Arne hat mich einen würdigen Auftritt gebucht. Ich habe hier, wie gesagt, ich habe meinen privaten Wald hier und ich muss mich, glaube ich, erstmal ganz kurz durchkämpfen zu euch. Ne? Mir sind hier so einige Blätter im Weg. So, ich glaube, ich habe es gleich geschafft. Oh, warte. Hallo. Guck mal, jetzt habe ich hier im Anschnitt, habe ich hier ihn noch. Nee, das geht nicht. So. Hallo ihr zwei. Schön, alles grün, sogar das T-Shirt ja. Ist in grün. Das Farbkonzept stimmt, das habe ich von Christina Ahrens gelernt. Ihr seht beide sehr gut ja, aus. Bernd, euch auch gut. Ja, super. Danke Bernd schon mal für die souveräne Begrüßung. Gerne. Danke. Ah, jetzt ist die Christina hängt, ne? Christina hängt. Ich glaube, Christina hat schlechtes Internet. Das ist übrigens was ihr nie passiert, wenn sie spielt, dass sie hängt. Das passiert ihr selten, aber hier bei Instagram ist ihr das schon mal passiert. Ich bin wieder da. Hey! Sehr gut. Wo erwischt ihr? Habt ihr noch gehört, was ich gesagt habe? Nee, was hast du gesagt? Es sieht aus, als hätte ich gerade Bernd, danke für die souveräne Begrüßung und ich habe mich gerade gefragt, wie lange du wohl deinen Move trainiert hast, damit du hier genau uns beide triffst. Links und rechts. Ging relativ schnell, um ehrlich zu sein. Genau. Aber um mich soll es ja heute gar nicht gehen. Ich bin ja quasi nur der Moderator. Deswegen jetzt gleich mal in die Runde. Ich glaube, man kann es unschwer erkennen. Ihr habt beide auf jeden Fall heute schon Drehschluss und seid zu Hause. Würde ich mal behaupten. Mm. Genau. Geht's euch denn gut? Hattet ihr einen guten Tag? Ja, es war schön. Es ist, die Sonne kommt langsam raus und das ist sehr bekräftigend. Ich habe auch schon hier meine Amtshandlung, sobald ich nach Hause komme, erstmal einen Tee. Den werde ich ja noch trinken. Ja, für die Zuschauer zu Hause muss man vielleicht dazu sagen, dass ihr natürlich wahnsinnig viel draußen dreht und gerade auf der Almwiese oder in den bayerischen Landen, würde ich mal behaupten, wenn da dann auch Schneeverwehungen und so weiter sind, kann es manchmal richtig unangenehm werden. Das stimmt, ja. Also wir hatten schon ordentliche Temperaturen, mit denen wir zu kämpfen hatten. Es wurde einmal, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, da wurde, also wir haben ja manchmal wieder eine Schiene aufgebaut, ne, auf die Kamera gesetzt wird, damit die Kamera fahren kann. Und die war vereist und dann kam der liebe Kollege, der Markus, mit einem Bunsenbrenner und hat dann quasi regelmäßig immer wieder diese Schiene erhitzt, ne, damit die Kamera draufgesetzt werden konnte. Und die ist dann aber immer wieder zugeeist, weil es so kalt war. Ja, und das ist auch noch gar nicht so lange her. Da haben wir eine Szene gedreht, wo wirklich gefühlt im Minutentakt das Wetter gewechselt hat von strahlendem Sonnenschein und Sommerwetter zu Schneewehen und alles war wieder weiß. Also manchmal das ist schon besondere Bedingungen. Ja, absolut. Ich habe das auch das ist ja eine meiner Lieblingsstories, die Christina erzähle ich das ganz oft. Die kennt ihr, glaube ich, eh schon in- und auswendig. Ein Kollege von uns, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, das war eben auch in so einer Schneelandschaft und der stand eben genau mir gegenüber und es gab einen Hagelsturm. Und ich bin verschont geblieben, weil ich habe den nur an den Hinterkopf bekommen, aber quasi der Kollege, der wurde halt komplett von diesem Hagelsturm erwischt und dem hat es halt einfach nur ins Gesicht gehagelt und der hat aber versucht, weiter dran zu bleiben, ne, und hat dann nur noch gegen diesen Hagelsturm so angespielt irgendwie. Und es war Wahnsinn, weil irgendwie in dem Moment ist halt für uns beide klar, man bleibt dran,
Aber man sieht, wie der Kollege kämpft. Man selber denkt sich auch so, ich muss auch versuchen, nicht zu lachen irgendwie. Also das Wetter spielt schon eine große Rolle bei uns, muss man sagen, beim Daily-Drehen. Das ist schon abgefahren. Absolut, ja. Das kriegen wir tatsächlich in der Social-Media-Abteilung ja auch so ein bisschen mit, wenn wir dann auch rauskommen und eben lustige Boomerangs oder Videos mit euch drehen, dann stehen wir da natürlich auch mitten im Wetter. Aber natürlich bei weitem nicht so häufig wie ihr, das muss man auch dazu sagen. Jetzt nochmal an die Zuschauer zu Hause. Stellt gerne eure Fragen. Dafür sind wir heute hier. Ich sehe, ganz viele schicken ganz viele Grüße aus den unterschiedlichsten deutschen Städten. Ich habe aber auch schon aus Italien Grüße gesehen. Schöne Grüße an alle. Genau, und immer her mit den Viele Fragen. Grüße, Christina, du siehst aus wie Romy Schneider, das wird ja oft gesagt. Viele vergleichen dich ja immer Brück. wieder mit Romy Schneider. Ja, ich würde dir jetzt gerne ein gleichwertiges Kompliment zurückgeben, aber du siehst in erster Linie grün aus. Wie sehe ich aus? Wie welcher deutsche Schauspieler sehe ich aus? Ratet mal, mit wem ich oft verglichen werde. Bernd, ich meine, du siehst ja fast so aus wie ich, wie du gerade angeteasert hast. Moritz Also, bleibt treu. ja, Moritz bleibt treu, das stimmt. Sagen viele. Besonders Moritz bleibt treu. So, ich sehe leider in den Kommentaren immer noch keine konkreten Fragen. Doch, da kommt eine. Wie lange dreht ihr denn so am Tag? Das wird tatsächlich auch sehr häufig gefragt. Da könnt ihr doch vielleicht gleich mal drauf eingehen. Ja, wie lange? Ja, der Drehtag beginnt um 9 Uhr. Frühestens, da wird das erste Bild gedreht und das letzte gegen 6, 7 Uhr. Und davor ist natürlich noch Maskenzeit und Kostüm und so weiter. Und dann kommt es darauf an, wie viele Szenen man am Tag dreht. Das können 2, 3 sein, es können aber auch 10 oder 11 sein. Und ja, es kann schon mal vorkommen, dass man so den ganzen Tag am Set ist. Es kann aber auch sein, dass man nur am Nachmittag da ist oder nur am Vormittag. In unserem Fall sind wir schon meistens irgendwo im Innen- oder im Außendreh am Start. Ja, kann ich mich nur anschließen. Gut zusammengefasst. Ich war zwischenzeitlich Genau. mit meinen Filtern beschäftigt, aber ich habe dir zugehört, Christina. Es war sehr. Ja, schon im Filter waren das. Guck mal Der erste hier. war etwas Ich will nur mal ganz kurz zielführend. den hier vorstellen. Ich würde dir davon gerne abraten. Okay, danke. Also dann ist auch Bitte die Ähnlichkeit bringe da dein in dem Gesicht Fall auch niemals nicht. mit Silikon in Berührung. Okay. Das wäre schön. Auch Okay. nicht mit Feuer. Okay. Wir brauchen es nicht. Ich wollte nur ganz kurz zum Ausdruck bringen, I'm on fire heute Abend, okay, aber jetzt wird es hier schnell, zack, so ein Dad-Joke muss hier sein. Okay, ich bin jetzt wieder ohne Filter. Sehr gut, wieder ganz seriös. Dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zur nächsten Frage. Was ich nämlich auch ganz interessant finde, ist, wie lernt ihr denn euren Text? Weil da muss ich ja auch sagen, ich bin ja eben auch oft am Set dabei und denke mir so, meine Güte, wie merkt ihr euch so viel Text in so kurzer Zeit? Also, Ja. ich kann ja mal anfangen, Christina. Also, das ist echt Learning by Doing erstmal, ne? Also, das ist echt ein Riesenvorteil bei der Daily. Das geht irgendwann so. Also, du guckst dir irgendwann den Text an und du lernst vor allem Informationen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Christina, aber ich lerne vor allem Informationen. Also, was sind so die Schlagwörter, ne? Worum geht es irgendwie? Mit wem verhandle ich was? Was ist die Situation? Und dann merkst du dir die Informationen und dann hast du direkt das Bild dazu und der Text ist da. Ja, es gibt da natürlich verschiedene Herangehensweisen, hat jeder so seine eigenen Methoden. Aber bei mir ist das auch ganz ähnlich. Es ist für mich einfach wichtig, in der Szene zu wissen, worum es geht und was die Figur da, worauf sie hinaus will, was passiert ist davor und was danach passieren wird, dass ich es alles einordnen kann. Und wenn der Inhalt klar ist, dann ist der Text quasi fast schon Nebensache. Also, ja, es ist ja auch immer ein Schlagabtausch. Oft sind es Antworten auf das, was das Gegenüber sagt. Und das bleibt dann schon irgendwann ganz gut hängen. Ja. Ja, es geht immer schnell. Wir sind gut im Training jetzt inzwischen. Hey, ganz kurz, ich habe gerade ganz kurz gesehen, dass dass Leute von der Maske und vom Kostüm von uns gerade zuschauen und auch Kollegen und Hey! Kolleginnen, ehemalige Kollegen und Kollegen. Ganz viele liebe Grüße und natürlich wirklich prinzipiell, das hat ja Bernd auch gerade schon mal gesagt, an alle, die jetzt gerade eingeschaltet haben.
sich auf den Livestream gefreut haben, die uns täglich supporten. Also wir sprechen auch viel über euch und sind da echt sehr dankbar für den ganzen Support, den wir bekommen und die vielen lieben Grüße, Kommentare und so weiter und so fort. Man muss immer ein bisschen warten, nein, ob der andere noch was sagt. Ich glaube, oft überspielt sich es dann sonst. Genau, nee, absolut. Da kann ich auch von unserer Seite aus, weil ich ja auch in der Presseabteilung mit dabei bin quasi, und da kriegen wir auch immer mit, wie viel Fanpost reinkommt. Das ist wirklich, also der Support ist unglaublich. Und hört bitte nie auf damit. Da freuen wir uns immer ganz besonders. Genau. Ich fand das mit dem Schlagabtausch, was Christina gerade gesagt hat, ganz interessant beim Textlernen, weil die Frage, wir hatten ja vorher das Fragetool in der Insta-Story, die Frage, die ganz, ganz oft kam, wie ist es mit den Filmküssen und wie ist es denn bei euch eigentlich, seid ihr denn auch privat zu sammeln? Nein. Nein, das sind wir nicht. Jetzt so, bevor wir das Geheimnis lüften, müssen wir jetzt hier noch so ein bisschen Spannung erzeugen, oder? So, ups, jetzt habe ich es schon versaut. Achso, Moment, nochmal. Ne? Frag nochmal, Bernd, frag nochmal, ich mache kurz den Rummelwitz. Das Nein war einfach die Antwort zum Filmkurs, würde ich sagen. Genau, wie macht ihr das mit dem Filmkurs, Christine? Das Antwort? Nein. Genau. Oh, dann hatte ich eine Zeitverzögerung. Mal wieder. Okay, frag einfach nochmal. Ja. Genau. Wie ist das mit den Filmküssen und wie ist das quasi, seid ihr nur auf der Leinwand quasi das Traumpaar oder vielleicht auch in echt? Also, wir sind nicht zusammen, wir sind kein Paar, wir sind vor der Kamera, wie ihr natürlich alle wisst, ein Paar, aber wir sind privat sehr, sehr gut befreundet. Wir haben uns auch erst kennengelernt, eben mit dem Drehen. Aber ich kann von mir behaupten, dass du, Christina, ich hoffe, du sagst jetzt nichts anderes, mittlerweile eine sehr, sehr gute Freundin von mir bist und ich sehr froh bin, dass ich dich an meiner Seite habe und wir zusammen drehen. Aber wir sind nicht zusammen. Das gebe ich nur zurück. Zu 100% zurück. ich bin sehr froh, dass wir uns erwischt haben. Jeweils. Als Spielpartner. Ja, absolut. Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass vor allem natürlich das Traumpaar, weil ihr eben so viel Pensum habt, aber ich meine, generell ist es, glaube ich, immer wichtig, dass wenn man ein Paar verkörpert, dass man sich eben gut versteht. Deswegen würde ich gerne nochmal zu der ersten Frage kommen mit dem Filmkurs. Wie ist das? Sind es echte Küsse, wird auch immer wieder gefragt, oder was, an was denkt man da, oder wie kann man sich küssen, ohne sich zu verlieben, wird auch ganz oft gefragt. Mhm. Ja, alles Gute. Ja, also, ja, Arne, möchtest du zuerst antworten? Ja, na klar, ich kann zuerst antworten. Also es ist natürlich auch für... Was sagt denn deine Pflanze dazu? Meine Pflanze, ja, die hat noch nicht viele Filmküsse hinter sich, deswegen übernehme ich das einfach für meine Pflanze und für Christina. Also ich glaube, ich kann, also für mich zumindest spreche ich jetzt erstmal, und ich glaube für viele Kollegen und Kolleginnen auch, das ist schon auch aufregend, ne? Wenn man zum ersten Mal dann eben auch mit einem Kollegen oder mit einer Kollegin dann irgendwie so einen Filmkuss hat, weil man natürlich auch nicht weiß, das sind ja auch so Fragen, ne? Wie küsst der jetzt? Und man, da gibt es dann so Dinge, dass man halt vorher, und ich glaube, wir haben das auch gemacht, wir haben dann vorher mal kurz drüber gesprochen, haben einfach mal irgendwie keine Ahnung, unsere, ne, die Komfortzone so ein bisschen besprochen, was ist in Ordnung für dich, was ist in Ordnung für dich. Und alles andere ist dann natürlich so ein bisschen so ein kleiner Kopfsprung, ne? Und dann macht man es halt irgendwie, meistens dann erst bei der Generalprobe. Und ich meine, bei Christina und mir ist das ja jetzt schon mittlerweile so oft passiert, wir küssen uns ja regelmäßig in der Serie und das ist dann, wie alles andere, ist das eben auch was einfach professionell dann stattfindet, ne? Und man schafft es auch durchaus, sich dabei nicht zu verlieben, obwohl es auch viele Kollegen und Kolleginnen gibt natürlich, die sich über so Filmküsse kennengelernt haben und zusammengekommen sind oder sich verliebt haben. Das gibt es natürlich auch. Also es gibt das eine und das andere. Es gibt keine goldene Regel für. Ja, genau. Also ich würde auch sagen, dadurch, dass der Kontext so klar ist und dass es so klar um die Sache geht und in diesen beruflichen Rahmen, ist die private Ebene eigentlich
ziemlich schnell draußen, es ist gecancelt. Also es kann, wie der Arne schon sagt, es kann immer noch irgendwie aufregend sein oder spannend, kann es aber auch nicht sein. Aber auf jeden Fall ist es was ganz anderes, als privat zu küssen. Ich finde ja, dass ein privater Kuss sehr viel eigentlich auch mit der Energie zu tun hat, die so im Raum ist und die so ausgetauscht wird. Und ja, und wenn das nicht stattfindet, dann ist das jetzt auch nichts, was einem irgendwie durch Mark und Bein gehen muss. Also es kann sein, wie miteinander zu tanzen oder miteinander zu trainieren oder also bei anderen Gelegenheiten, wenn man sich körperlich nah ist, aber dadurch, dass der Kontext eben klar ist, das dann irgendwie auf einer sachlichen Ebene bleibt. Ja, und man muss auch nochmal ergänzen vielleicht, das ist ja auch manchmal echt was Choreografisches, ne? Das hast du gerade auch schon ein bisschen angedeutet. Wir hatten ja den Tagtraum, wo Florian davon träumt, dass er Maya erobert, ne? Das Tablett aus der Hand schlägt, und das haben wir achtmal, ich glaube, das also so oft dreht man normalerweise eine Szene nicht, ne? Aber die haben wir so richtig schön ausgearbeitet, haben uns dafür Zeit genommen und so. Und da ist natürlich auch so ein Kussteil der Choreo. Wie ist der Kuss jetzt? Ist der irgendwie wild? Ist der zärtlich? Ist der erst zärtlich und wird dann immer wilder? Und meistens gibt es eben jemand, der sagt, und bitte, und jemand, der sagt, und stopp. Ne? Also bist du dann in so einem Kuss und dann sagt jemand, okay, danke. Und dann räumen alle um dich herum irgendwie schon auf. Und ja. Also da ist natürlich dieser Zauber jetzt nicht da, den man jetzt irgendwie hat, vielleicht mit seinem Partner, mit seiner Partnerin irgendwie, ne, wenn man jetzt in einem ruhigen Moment ungestört irgendwie sich küsst. Genau, dazu muss man halt noch sagen, dass wir jetzt in erster Linie hier für uns sprechen, und das mag natürlich Kollegen und Kolleginnen geben, denen das da ganz anders geht. Und es ist auch was, glaube ich, auch jedes Paar für sich selber rausfindet. Ja, absolut. Super, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Da würde ich jetzt gleich mal reingrätschen, weil es ums Thema Küssen geht. Corona-bedingt muss man ja leider gerade sagen, sind ja Fan-Treffen und so weiter nicht so wirklich möglich. Deswegen ist es ja auch eine schöne Art, diesen Live-Chat hier zu haben. Und wir haben quasi einen virtuellen Kuss noch für unsere Fans, nämlich eine kleine Überraschung. Und dazu muss ich mal noch jemanden reinholen. Und wir hatten ja, Arne, wollen wir unseren Trommelwirbel machen oder unsere Laola-Welle? Ja, komm, wir machen unsere Laola-Welle für unser kleines Bonbon. Oh. Oh. Hey! Hallo! Ich hab fast gedacht, ihr habt mich vergessen. Hey, mein Lieber! Nein, die beiden haben so intensiv vom Küssen geredet, Max. Ich hab's gehört. Es hat mich schon hier wir quasi... Wir wollten nur die Rampe bereiten. Ja, ich habe mich schon gefragt, welches Thema baut ihr, damit die Rampe groß möglich ist. Natürlich die Frage, wie ist es möglich, sich nicht beim Küssen zu verlieben? Das ist mir natürlich klar gewesen, dass ihr da gleich an mich gedacht habt. Wie konnte ich mich nicht in Florian Frohwein verlieben? Eine Frage, die sich wahrscheinlich viele Leute gestellt haben. Ja. Aber ich finde, ja, ihr habt das beide sehr, sehr richtig beantwortet. Im Prinzip schlüpft man ja in eine Rolle, und für diese Rolle ist es dann auch okay, diese Sachen zu machen. Und dann so klar, ich sag mal, in meinem Fall war es jetzt natürlich nicht so, dass irgendwie meine Freundin da jetzt eifersüchtig drauf war, sondern so, da ist es natürlich was anderes irgendwie, aber ja, also man findet sich da rein, und dann ist es eben so. Und klar, es gibt Leute, die sich dann verlieben, aber das ist dann eine andere Geschichte, glaube ich. Absolut. Und was ich noch fragen wollte vorhin, weil da wurde ich vorhin kurz rausgeworfen, als die Frage war, welchen deutschen Schauspieler siehst du ähnlich? Die Antwort habe ich nicht gehört. Oh, ja, dann rate mal kurz, Max. Was haben die gesagt? Moritz Bleibtreu? Ja, Moritz Bleibtreu, ja. Witzig, ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Aber weil ich wurde genau da rausgeworfen. Aber das ist auch so ein bisschen, ich meine, ihr habt gute Zuschauerzahlen gerade auch natürlich, deswegen... da kommen so viele Nachrichten rein, das springt hier manchmal ein bisschen. Also die Fragen, auf die ihr da antwortet, das sind definitiv nicht die, die ich hier sehe. Aber das macht ja nichts. Weil am Anfang keine Fragen reinkamen, Max. Wir hatten ja in der Insta-Story schon das Fragetool. Und ach da so. Habe ich vorhin einfach ein paar Fragen gestellt, die vermehrt vor allem reinkamen. Genau. Ach so.
Also ich habe hier eine Frage ganz oft gesehen und die war, speichert ihr den Livestream? Also das scheint hier mit Abstand die wichtigste Frage zu sein. Auch diese Frage haben wir oft im Fragetool bekommen. Der Plan ist ja, wir schauen mal, was die Technik dann so macht. Okay. Der Max ist hier heute richtig investigativ unterwegs, habe ich das Gefühl, Bernd. Ja, Ist was ich. ist das für eine Perspektive? Was? Was? Also ich frage mich auch, was ist das für eine Perspektive, Max? Was das für eine Perspektive ist? Das Von ist unten aus, eine. ja, Der Decke von hängt, unten ne? so. Das ist Ja. Holzbalken. Ah, jetzt sehe ich das. Es Ja. sah gerade so ein bisschen aus, als würde man so auf, als wärst du so da mit deiner Decke im Hintergrund. Als würdest du so Nee, im das Liegestütz ist die hinter der Kamera. Holzdecke. Das ist die Holzdecke und ich bin eigentlich vor der Decke. Aber ja, ich gebe zu, es macht einen etwas. Ja. So eine kleine Illusion, aber ich wollte noch mal ganz kurz so eine optische Täuschung, nicht Illusion, nicht Illusion. Ich wollte mal ganz kurz die Aufmerksamkeit auf Bernd lenken, weil was ich nämlich witzig fand, hier unten stand gerade so als Kommentar Jeff Bezos. I wish. Dann würde Von ich, glaube Arno ich, nicht Löber hier zu ins Jeff Mitleid Bezos. sinken. Du machst heute richtige Verwandlungen durch. Richtiger Franz Kafka hier bei dir. Ah, ich glaube auch. Aber wie gesagt, um mich soll es hier gar nicht gehen. Max, erzähl du mal, was geht denn bei dir so? Ich meine, du warst ja noch mal zur Hochzeit zu Besuch, zur Traumhochzeit in der letzten Staffel. Und Ja. genau, was ist seitdem bei dir passiert? Erzähl mal. Naja, also ich habe ja vor allem im letzten halben Jahr versucht, Theater zu spielen. Das ist ja in Zeiten von Corona gar nicht so einfach. Ich habe ja zusammen mit dem Sandro und der Uta, also Paul und Eva, ein Theaterstück gemacht, Meyer Müller-Schulz, was wir dann natürlich nicht aufführen konnten. Und dann hatten wir aber eine sehr schöne Live-Streaming-Premiere und davon 4 Auftritte, wo ja auch sehr viele, wahrscheinlich auch von denen, die gerade zuschauen, dabei waren. Und jetzt warten wir natürlich eigentlich darauf, dass wir irgendwann die Tore des Theaters wieder öffnen können, sodass wir da auch mal wieder Publikum reinlassen können. Ja, ich schätze mal, 2022 wird es dann auch passieren. Und bis dahin müssen wir noch durchhalten. Vielleicht denken wir uns noch ein neues Theaterstück aus, dann machen wir noch mehr Sachen dann. Abgesehen davon habe ich tatsächlich jetzt gerade meinen Song fertig gemacht. Ich weiß natürlich nicht, wie viele Leute von hier, die jetzt hier zugucken, das mitbekommen haben. Ich habe ungefähr vor einem Jahr mit Uta immer zusammen im Lockdown Stadt, Land, Fluss gespielt. So. Und es gab immer Bestrafungen. So. Das heißt, wer verloren hat, der musste irgendwas machen. Der musste zum nächsten Spiel in bestimmten Kostümen auftreten oder musste ein Gedicht aufsagen oder sonst irgendwas. Und meine Bestrafung war dann einmal, ich musste aus allen verwendeten Begriffen ein Lied schreiben. Und das habe ich dann gemacht. Und ja. Jetzt ungefähr ein Jahr später habe ich das Ganze im Studio alles aufgenommen, alles ganz professionell natürlich gemacht. Und jetzt ist er endlich fertig tatsächlich. Und es kommt auch jetzt die erste offizielle Ankündigung dazu, nämlich jetzt am 30. April der Release auf Spotify, Amazon, Apple Music, Deezer und tatsächlich noch 14 anderen Anbietern, die ich nicht kenne. Wow, Also auch mega. irgendwelche koreanischen Streamingdienste, ich weiß nicht. Also es ist wirklich, es ist weltweit, es ist toll. Da gibt es so eine Liste und die kannst du anklicken und da sind Sachen dabei, hast noch nie von gehört. Aber überall da kann man es jetzt dann streamen. Und genau, du bist die Kirsche in meinem Moscherie. Ganz genau. Und genau, deswegen, ich werde es, ich sehe hier gerade schon, bitte singen etwas, aber das werde ich heute, es ist immer, wenn man hier dieses Kommentare-Ding öffnet, dann kriegt man es immer nicht. Jetzt habe ich es weg. Also. Aber den Song kann man eben ab 30. anhören und es gibt dann natürlich auch noch ein Musikvideo dazu und das dauert aber noch ein bisschen, bis es fertig ist, weil das müssen wir noch drehen und genau, und da wird es auch einige Überraschungen geben, möglicherweise, vielleicht. Nicht wahr, Arne? Kann sein, ja. Da Kann sein, wer weiß das. will jetzt noch nichts verraten, ne? Ja. Man darf also gespannt sein, würde ich mal Man behaupten. darf gespannt sein. Man Und die darf Frage, sein. ist es möglich, sich beim Küssen nicht zu verlieben, wird vielleicht noch öfter gestellt. Bernd, jetzt würde mich natürlich interessieren, hast du hier noch eine heiße Frage für uns drei? Ich habe tatsächlich noch eine Frage, wo wir gerade über Musik reden. Es ist aber tatsächlich eigentlich in erster Linie mal für Arne und Christina, aber Max,
Du darfst natürlich auch gerne deine Meinung dazu sagen. Nämlich, wie gefällt euch denn euer Lied? Nämlich Stay. Oh, großartig. Also, die Christina war die Erste, die wusste, die hat auch zu mir gesagt: Arne, pass auf, wir müssen uns was überlegen. Wir kriegen nämlich wir kriegen ein Lied. Und da können wir eventuell auch Vorschläge machen. So, also, sie war die Erste, die zu mir gesagt hat: Wir können Vorschläge machen. Das hatte ich nämlich nicht so richtig auf dem Schirm. Und ja, also, ich kann da so viel sagen: Der Vorschlag kam auf jeden Fall nicht von mir, aber ich bin sehr zufrieden mit dem Lied. Ich finde, es ist wirklich super. Und wenn ich die Folgen sehe und Szenen von uns beiden und dann liegt dieser Song drüber, ich finde den irgendwie, der passt echt zu so vielen Situationen, das ist echt schön. Ja, also ich habe das, als ich das erste Mal gehört habe, dass das jetzt unser Lied wird, war ich noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Und dann am Abend habe ich es mir zu Hause nochmal in aller Ruhe angehört und dann habe ich mich sehr gefreut, weil es natürlich sehr emotional ist und dramatisch. Und weil ich, also ich höre das manchmal auch bei so Schlüsselszenen von uns irgendwie vor der ersten Trennung, die wir hatten als Maja und Florian, habe ich das zum Beispiel gehört, um in die entsprechende Stimmung auch zu kommen. Also ich finde, es ist ein Lied, das ja, das ganz viel Kraft hat und auch viel auslösen kann bei einem. Ja, Also ich bin absolut. auch froh mit der Auswahl. Max, hast du es schon Ja, ich finde gehört, euer Lied auch beziehungsweise ganz du kennst toll. es bestimmt? Ja, Max will uns doch jetzt sein Lied andrehen, oder? Du willst uns doch dein Lied andrehen, Das ja. wäre tatsächlich ja eine lustige Sache. Wenn sowas dann mal vielleicht das Lied vom nächsten oder übernächsten Traumpaar wird. Also ich weiß ja noch von damals selber, man hat ja nicht so viel also Möglichkeiten, da Einspruch zu erheben oder so. Also man kriegt ja diesen Song dann und eigentlich bist du ja auch vertraglich dazu verpflichtet, dass du den gut findest. Und in der Regel findest du den ja auch dann ganz gut. So, also wir hatten ja hier Wonderful. Nee, wie hieß denn das Lied jetzt nochmal? Herrgott nochmal. Da muss ich passen, ne? Das auch nicht. Yeah, don't know Aber much about vielleicht wissen es doch history. die Fans. Don't know much about the sea. Na, wisst ihr, was ich meine? Ja, das reicht. Das reicht. Man braucht den, ich kenne den Namen Ja. auch nicht, aber das ist super. Ich Das weiß ist nicht, was super. du meinst. Ich kann mir was drunter vorstellen. Das von Geht dem nicht. einen Typen, der immer so singt, ja. Genau. Das Und kann gut Wonderful World heißen. What a wonderful world it would What be. a Ja. wonderful world it would be. Ja, genau. Wonderful world, sag ich doch. Süß, das Hier. war schön. Niki, danke. Das Ich mag fand ich es sehr auch sehr gerne. schön. Das Lustige ist ja auch, also die Zuschauer hören das Lied ja andauernd. Also immer, wenn man als Pärchen kommt oder wenn es da irgendwie diese Momente gibt, dann hören die Leute das ja. Wir hören das ja nie. So, ich glaube, wenn wir das so oft gehört hätten, wie das die Zuschauer gehört hätten, immer wenn unsere Szene läuft, kommt immer wieder dieses Lied, dann wird es einem wahrscheinlich zum Hals raus irgendwann hängen. Aber das tust du ja gar nicht. Erst wenn du dir dann die Serie mal anschaust oder die Szenen, die du dann gedreht hast, dann siehst du ja, aha, da haben sie wieder den Song eingespielt oder aha, da haben sie das wieder benutzt. Und da habe ich dann immer gedacht, ja, das hat eigentlich immer sehr gut gepasst. So, von daher hat mir mein Song auch immer gut gefallen und eure gefällt mir auch gut. Wobei ich ehrlicherweise gestehen muss, ich habe jetzt auch nicht jede Szene gesehen, wo der drin vorgekommen ist. Was? Das war unsere Ja. Absprache, als wir da noch bei der Hochzeit, bei der letzten Hochzeit warst du Ich ja zumindest mal weiß. bei uns. Da haben wir zusammen gedreht, da haben wir uns so viele schöne Goodies überlegt. Und da hast du mir noch versprochen, wirklich in die Hand gespuckt, die Hand geschüttelt und gesagt: Junge, ich gucke mir jede Szene von dir an. Ich weiß, damit ich Warte genau mal, bringt weiß, der an doch welchem Punkt gerade. ich einsteige, wo wir die neue Geschichte vom Feuerwehrmann und dem Förster erzählen. Das wäre schön gewesen, das wäre richtig schön gewesen. Warte, bei mir hat es gerade geklopft. Einen Augenblick. Bei mir hat es geklopft. Entschuldigung, dass ich euch unterbreche. Einen Augenblick. Okay, Arne hat uns kurzzeitig verlassen. Während eines Livestreams muss er zur Ich glaube, Wohnungstür. mir gerade auch. Okay. Max, ich glaube, da sind es nur noch du und ich. Cool. Oh! Arne, du hast dich aber verändert. Sag mal, wer ist das denn? Aber der Arne, der hat sich mal. Guck mal hier, wer kommt denn da noch? Sag mal! Kenn ich doch! Das sind doch die Schausteller! Ich Die schau Schausteller! stehen. Überraschung, Wer ist Überraschung! denn Wir das? haben noch eine kleine Überraschung mit eingebaut. Mein Bruder? Hallo, ihr zwei! Hey! Wir Jetzt sind ist da noch Corona niemand. getestet, wir dürfen das grüß dich behalten. Die gehört jetzt mir!
Ja, wir haben gesagt, wir erpressen die beiden mal ein bisschen hier. Die haben gesagt, wenn setz mich jetzt irgendwie unter Druck, ich kann jetzt leider den Flo hier nicht rauszaubern. Das wäre jetzt irgendwie der geilste Effekt. Ja, oder wenn ich jetzt gesagt hätte, Männer. Aha, aber jetzt habe ich auch einen. Deswegen. Sag mal, hier ist so ein bisschen das Förster zu Hause. Also irgendwas musst du jetzt schon noch ins Bild drücken. Ja. Yes. Bist du so einsam? Wenigstens so ein Pflänzchen. Ja. Ich habe... Wenn man diese Herzchen da unten immer so sieht, denkt man, der Max raucht eine, ne? Das ist nur bei uns so, Sven. Also, ganz kurz, ich muss dem Sven nochmal, vielleicht für alle anderen auch, dem Sven habe ich am Anfang Instagram erklärt und wie man Stories repostet und so, ne? Da, der stellt sich schon noch drauf ein, das wird immer besser mit dem. Ich habe ja einen Kapitän. Was hat er dir alles erklärt, Arne? Und mir hat, wer mir das erklärt hat, ja, die Viola natürlich. Mir hat der Viola alles erklärt. Nein, ich meine, was hat der Sven dir alles erklärt? Ach, der den Rest. Die Kamera ist, den ne? Rest. Wo guckst du hin? Wo ist das Licht? Wann machst du am besten welchen Schlussblick? Setzt du am besten in welche Richtung? Wie? Also von dem hier habe ich, weiß ich nicht, ne? Also. Und so weiter und so weiter. Das muss ich jetzt sagen. Dann überleg jetzt, wie komme ich rein? Das muss ich sagen. Ich muss das sagen. Eine Frage, die ich verwenden könnte, die auf euch alle zutrifft. Und ich habe tatsächlich eine gefunden. Nämlich, habt ihr, bevor ihr bei Sturm der Liebe mitgespielt habt, schon Sturm der Liebe geschaut? Beziehungsweise schaut ihr es jetzt aktuell? Also schaut ihr selbst eure Szenen an? Wir schauen auch manchmal zusammen und kritisieren uns dann gegenseitig und wir loben uns auch. Wir loben uns vor allem gegenseitig. Ja. Also ganz oft. So, also ich gucke nur die Folgen auf One, wo der Max noch dabei ist. Ich guck nichts Aktuelles. Früher war alles besser. Ja. Aber es sind auch alle charmante Frage aus dem Weg gegangen, ob es jemand schon vorher geguckt hat, bevor ihr angefangen habt zu arbeiten. Also ich ehrlich gesagt nicht, nee. Aber ich bin sowieso überhaupt. Doch, ich schon, weil ich schon mal mitgespielt habe. Ja, das fehlt ja auch nicht. Max, schön, dich zu sehen. Ja, also ich habe es auch vorher nicht geguckt. Also ich kann es natürlich, aber ich habe es jetzt nicht wirklich geguckt. Also ich habe mir dann mal was angeguckt, um zu wissen, was man da macht. Und naja, während der Zeit ein bisschen. Und jetzt danach, ehrlich gesagt. Also ein bisschen schon. Ich wollte natürlich wissen, wie ihr vier euch macht. Das habe ich schon sehr interessiert. Und dann habe ich auch eher die of One geguckt, wie du, Sven. Ja. Ich war immer nur im Theater vorher. Was? Ich war immer nur im Theater vorher. Ja gut. Weil das ja mein Hauptarbeitgeber war so. Ja, das stimmt. Der Nachteil auch im Theater ist, da kann man sich ja so schlecht selbst angucken. Ja, das stimmt. Habe ich vorhin gesagt. Sag mal, wenn man nur Theater spielt, ist doch schon auch komisch, wenn es dann alles weg ist. Ich muss sagen, ich finde es schon cool, wenn man sich dann selber angucken kann. Klingt das jetzt blöd, wenn man das sagt? Ja, also man muss dazu sagen, der Sven, der steht ja auch im Spiegel morgens etwas länger und schaut sich das selber. Ja, bestimmt. Nicht. Natürlich nicht. Ja. Das soll was sein. Da würde ich anders aussehen, wenn ich einen Spiegel daheim hätte. Da würde ich mehr wie Max aussehen. Da hätte ich auch einen ordentlichen Bart und nicht so eine Glänzestirn hier für 3,40 Meter. Ja, ja. Mach die doch nicht so klein. Ich hätte den Sven hier abpudern müssen. Macht er immer nicht ja, von alleine. Das stimmt, ja. Naja, es gibt ja auch keine Maske fürs Instagram-Video. So, wo kommen wir da hin? Doch, die gibt's hier, Sven. Also ich habe keine bekommen. Guck mal, ich habe hier auch echt einen bekannten Oschi gestern bekommen und den hat mir auch keiner überschminkt. So. Ich habe vorher noch hier beim Sturmanruf gesagt, könnt ihr mir hier jemanden vorbeischicken? Kam der. Ja, ich hätte es gerne gemacht, aber wenn du jetzt nicht darauf hingewiesen hättest, dann hätte es keiner gemerkt. Ja, aber ich dachte, es hätte trotzdem schon irgendjemand gemerkt, aber... Oh doch, warte mal, jetzt wird es so nach. Ja, oder? Du musst halt weiter weg. So ein richtig übles Horn. Oder du machst es wieder Arne, Vordergrund macht Bild gesund, habe ich gelernt, und stellst irgendwas subtil. Oder ich habe mir so einen Stift so nachdenklich an die Stirn durchgehen. Ja. So. Ich hätte den ganzen Stream einfach so machen können. Das stimmt. Jetzt keiner gesehen. Ja. Ich muss jetzt aufhören mit diesem Filter. Ich mache immer diese Filterspielerei. Ich bin immer nur am. Das ist wirklich. Man sieht euch fast schon gar nicht mehr, Arne, bei den ganzen Filtern, die ihr habt. Und bei mir laufen auf eurem Bildschirm auch die ganzen Herzen noch rüber. Der Arne hängt den kompletten Tag immer an seinem Handy, aber weh, du schreibst ihm irgendwas, dann braucht er 3 Stunden, um zu antworten. Ja, ihr Lieben, immerhin nur 3 Stunden. Ja, Bernd, setz dich durch.
die auch auf euch alle zutrifft. Nämlich, wir kommen ja natürlich so ein bisschen um das Corona-Thema auch nicht ganz drum rum, auch wenn wir es eigentlich so wenig wie möglich erwähnen wollen. Aber eine Frage, die ich ganz wichtig finde, ist, uns hat jemand die Frage gestellt, würdet ihr gerne mal wieder Fans treffen, wenn es Corona zulässt? Ja, ja. Unglaublich. Also das finde ich aber schon nur schade. Die Netten, ja. Das ist das Blödeste an der Staffel, ist, dass man da überhaupt keinen Kontakt hat. So, man hat nur die Oma, die einem im Park erkennt und die dann sagt, ich bin auf eine Stunde Liebe. Was Nein, das wäre wirklich total schön. Das muss ich sagen, das finde ich auch sehr schön an Instagram, dass man da zumindest auch hier über eure tollen Edits, die ihr immer macht, so ein bisschen eine Berührung hat mit den Fans, und das gibt einem auch, also mir, und ich glaube... Voll cooles Feedback. Ja, das gibt, super. Es gibt total viel, das ist wirklich oft sehr rührend, auch was so an persönlichen Texten noch geschrieben wird, aber natürlich wäre es auch richtig schön, mal so in echt einen Austausch zu haben. Ja. Ja, vor allem mal Leute anfassen. Ja, aber sag mal, Max, du hast das nicht mitbekommen, oder? Ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist, aber du hast das so noch mitbekommen. Also wir hatten keinen direkten Fantag, leider auch in der Staffel, wo ich da war. Das hat dann aber nichts mit Corona zu tun, sondern mit anderen Sachen. Aber wir hatten natürlich zumindest diese Weihnachts-Special-Geschichten, wo ich zum Beispiel mit Flo auf dem Christkindlmarkt da war in Nürnberg, und das war... Also, so hast du noch nicht erlebt. Also, das war wirklich, also, das, ich meine, das war auch irgendwie, ich glaube, die Leute hatten nicht damit gerechnet, dass da so viele kommen, weil die hatten nicht irgendwie ein System sich überlegt, wie sich die Leute anstellen oder nicht. Wir standen einfach vor diesem Häuschen und auf einmal standen 500, 600 Leute um uns rum und haben uns eigentlich nur in dieses kleine Häuschen da reingepresst. Und das war ja alles für Sternstunden, die haben dann eine Spende gegeben. Vermutlich, also mitbekommen haben wir eigentlich gar nichts mehr. Wir haben eigentlich nur noch Sachen unterschrieben und da Foto und hier Foto und irgendwie echt 500 Handys auf dich gerichtet. Das war schon krass. Ich sag mal, die ersten 20 Minuten waren eigentlich nur anstrengend, und dann hat sich so ein bisschen reglementiert. Dann wurde auch ein bisschen für Ordnung gesorgt, so, und dann konnte man ein bisschen Spaß mit den Leuten haben. Dann konnte man Fotos machen, und das war dann schon echt cool. So, und da hast du wirklich gemerkt, okay, es war auch das erste Mal der Moment, wo ich meine, klar, du kriegst es über Instagram mit, du checkst mal, okay, da sind viele Leute da, die machen lustige Collagen, die machen Videos, die machen echt super viel Support, aber einfach die Leute mal zu sehen, so, das ist schon nochmal was anderes. Und die einfach so dich alle anstrahlen und sagen, wie cool ist das, was ihr da macht, und sich einfach freuen, und das ist schon besonders. Also das würde ich euch sehr wünschen, dass ihr da auch in den Genuss nochmal reinkommt, wenn das dann wieder möglich ist. Und so ein richtiger Fantag, der letzte, der war tatsächlich, glaube ich, ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr, bevor ich gekommen bin. Da kenne ich nur die Videos und die Geschichten von Sandro und Flo und so weiter. Das muss sehr cool gewesen sein. Hätte ich auch sehr gerne gemacht. Naja, vielleicht gibt es das ja irgendwann mal. Kommst du dazu, wenn es nochmal sowas gibt? Wir laden dich dann schon noch ein. Du kommst dann schon noch dazu, ja. Und ich muss auch sagen, dass man das natürlich vereinzelt, haben wir das jetzt auch irgendwie erlebt, wenn man dann natürlich irgendwie mal über die Straße geht, ne, oder irgendwie unterwegs ist draußen. Ist ja schon vereinzelt passiert, und das sind auch immer total schöne Begegnungen gewesen, muss ich sagen. Und noch ganz kurz ergänzen, ich habe auch gerade gelesen, dass hier jemand geschrieben hat, dass wir öfter mal die Fangruppen auf Facebook vergessen. Und das stimmt, manche von uns sind mehr auf Facebook auch unterwegs, andere weniger. Also Sven zum Beispiel ist ja auch sehr, sehr aktiv bei Facebook. Und ich bin ja schon älter, ne? Wir kriegen das aber alle mit, auf jeden Fall auch über Sven, weil Sven zeigt uns da auch regelmäßig was. Und ich habe jetzt auch noch mal so ein bisschen recherchiert und habe mir jetzt auch noch mal so eine Facebook-Seite gemacht. Arne Löber, könnt ihr auch mal abchecken, wenn ihr wollt. Und da werden wir jetzt auf jeden Fall auch immer wieder mal drauf gucken. Also nur, dass ihr da Bescheid wisst, dass wir das völlig aus den Augen verlieren. Das ist auf gar keinen Fall. Was? Du hast Arne Muss jetzt was sagen. Hat jemand am Bahnhof gesehen und hat nichts gesagt. Ja, schade. Und Sven ist Top-Fan, lese ich ja, hier auf. Ja, ich bin Top-Fan. Ich bin ja auch, kommentiere auch gerne mit, ist ja eh klar. Ne? Sven ist in allen möglichen Facebook-Gruppen Top-Fan, das ist irre. Das ist der Wahnsinn. Und was ich auch gerade noch lese, auch sehr witzig. Nicht Leber, sondern Löber. Ja, aber ich habe schon überlegt, ob ich meine Seite bei Facebook Arne Leber nenne, weil ich finde das irgendwie auch einen ganz guten Künstlernamen. Ich habe ja auch schon überlegt, in die Leberstraße zu ziehen.
Ich finde das alles gar nicht so verkehrt. Ne? Obwohl ich natürlich auch stolz bin auf meinen Familiennamen. Ich habe nicht viel dazu beigetragen, aber Leber, Löber, macht da, wie ihr wollt. Das ist okay, für mich. Habe auf jeden Fall eine funktionierende Leber, das kann ich euch sagen. Das kann ich da jeden Abend. Bernd, was hast du noch? Ich habe noch ganz viele Fragen, aber so langsam müssen wir, glaube ich, ein bisschen ausselektieren und dann schon so langsam zum Schluss kommen. Aber was auch auf euch alle zutrifft. Kannst du ja ins Bett gehen, Bernd? Wir bleiben noch da. Lass doch deine Hintergrund ist doch gut. Bernd braucht deinen Schlaf. Leg die Fragen einfach im Display und dann wir beantworten alles. Sag mal, der Jeff Bezos muss wieder auf die Yacht jetzt gleich. Ich muss noch ein bisschen. Lass uns mal seine Frage stellen. Genau, ich glaube, das ist auch, also das, die Frage kommt auch immer wieder regelmäßig und die könnt ihr auch alle beantworten. Wie seid ihr zum Sturm der Liebe gekommen? Viola. die haben mich gefragt. Die wurden gecastet. Und ich habe ja gesagt. So einfach geht das. Wir haben Casting gemacht. Also ich hab 15 Jahre in dem Schrank in Eriks Hotelzimmer gewartet. Ich habe dann irgendwann, ich habe den im Off aufgemacht und habe dann Florian den Job als Förster besorgt. Bei mir war es wirklich, also bei mir war es so, ich habe die Produktionsleitung bestochen und bedroht. Arne ist einfach so lange durch den Weg gelaufen. Und ich war wirklich seit 15 Jahren, habe ich zugehört, wie die gedreht haben. Willst du jetzt eine ernsthafte Antwort, oder? Okay, wir sind alle auf diesem Besetzungsportal. Was? Also. Du hast eine Ausbildung, bestenfalls. Wir sind auf den Besetzungsportalen. Wir haben eine Agentur. Die Casterin schaut sich irgendwie die Schauspieler an, die vielleicht in Frage kommen könnten. Macht eine Vorauswahl, dann gibt's ein Casting. Und wenn du gut bist, manchmal auch wenn du nicht gut bist und guter Typ bist, was auch immer gut zum Spielpartner passt, entscheidet irgendwer, die oder der kriegt jetzt die Rolle. Und dann bist du drin. Also ich frage mich bei der immer, weil diese Frage, die kommt, glaube ich, schon seit, also immer. Egal wer online ist, diese Frage taucht immer wieder auf. Und ich frage mich, mich würde wirklich mal eher interessieren, was ist das, was die Leute denken? So, weil ich meine, warum ist diese Frage so krass interessant? Weil es ist ja immer dasselbe. Ja klar, du hast ein Casting gehabt. Ich meine, aber was denken die Leute? Also das ist schon mal interessiert. Zum Beispiel, wenn man jetzt jung ist und das sieht und sich denkt, ich würde auch gerne mal mitspielen. Also ich wusste jetzt auch nicht schon immer, wie das läuft, wie man zum Film kommt. Ja, das muss einem ja auch erstmal jemand gesagt haben, ja, dass man dann Casting macht. Und also meist dann doch eher über den klassischen Weg, als dass du irgendwie in der Disco irgendwie, oder? Ja, und man hat halt, man kriegt halt dann das Angebot irgendwie, ne, dass man erstmal geht es ja zur Zeit sowieso mit Corona, erstmal ein Handyvideo von sich selbst aufnimmt und hat dann eine Szene und spielt die dann mit jemand und schickt es dann zurück und dann kriegt man halt eine Einladung. Und dann kann man dann der Arne, da waren glaube ich drei Leute dann auf Florian Vogt, bei mir waren es knapp 7000, die Erik spielen wollten. Und dann musst du dich halt durchsetzen. Ne? Was hast du durchgezählt, oder? Ja. Genau so war es. Deutschland sucht den Super-Erik. Ich habe auch vorgesprochen. Ich hab auch dafür wieder vorgesprochen. Das hat nicht gereicht diesmal. Du hast mir einfach ausgestochen, Sven. Du, dafür habe ich damals die Rolle von dir. Du musst ehrlicherweise sagen, es geht in unserem Beruf nie ganz ohne Glück und Zufall. Ich frage mich nur bei der Frage, ob manche einfach nur die Antwort endlich mal hören wollen. Ja, ich habe mit dem Regisseur geschlafen oder mit der Produzentin. Weil ich meine, das ist ja... Also, ja. Ich habe mal gehört. Nein, aber deswegen, ich frage mich immer, weil ich meine, bei jedem kommt doch diese Assoziation, das ist der größte Vorwurf, mit dem man ja irgendwie leben muss, zu sagen, so irgendwie bist du da hingekommen, naja, hat sich halt irgendwie hochgeschlafen. So, die frage ich mich deswegen, ja, zum einen, diese Frage wird gestellt, weil die Leute wirklich das wissen wollen. So, ein paar Leute, wie gesagt, boah, ich möchte auch mitspielen, wie kriege ich das hin? Ich will mich auch hochschlagen. Aber eigentlich wollen die Leute doch eigentlich nur endlich mal diese eine Bestätigung auf diese Frage haben, oder? Also ich glaube ja, mal, um als Schauspieler da mal kurz reinzugrätschen, ich glaube tatsächlich, dass es einfach auch daran liegt, dass man eben als Nicht-Schauspieler nicht weiß, wie das Gewerbe funktioniert. Und, aber wir wissen es ja selbst nicht. Gut. Aber dass man, was glaube ich ganz viele nicht umreißen, ist, dass ihr Agenten habt und Agenturen habt und dass es über Castings läuft und E-Castings und so weiter. Weil im Normalfall, also
als Nicht-Schauspieler kennt man halt, ne, man bewirbt sich halt für einen Job, man schreibt eine Bewerbung oder heutzutage per E-Mail, schickt das ab und dann wird man zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Und das muss man ja wirklich sagen, ist schon der Unterschied, weil ihr schreibt ja in dem Sinn keine, also klar, ihr schreibt auch eine Bewerbung, aber ihr schreibt sie halt nicht, ihr nehmt sie halt auf. Ja, irgendjemand hat gerade gefragt, wer der Schauspieler mit den Bildern im Hintergrund ist. Das ist Bernd Willis. Dann ist es unser, ist der Bernd, unser Social Media Account Overview Master Manager Senior. Macht hier die Kindergartenleitung. Genau, das. Tries to keep the overview. Genau. Bernd ist der Einzige, der ein iPhone hat und der hält den Überblick. Bernd ist der Einzige, der die richtigen Bilder aufgehangen hat. Ich habe hier sogar Willis. Noch, guck mal hier, sogar bereitgelegt für alle Fälle. Wenn ich natürlich gewusst hätte, hätte ich natürlich noch ein paar andere hier mit in die SGL-Zentrale genommen. Von den guck mal, ich hab die Sparkassenkarte vom Löwe hier. Auch gut. Das ist ein richtiger Langfinger, ne? Komm, den habe ich gerade reingelassen und hat meine Sparkasse. Ich weiß gar nicht, wie er da rangekommen ist, hat er meine Sparkassenkarte da. Dreh mir jetzt mal die Hände ein. Ja, ich brauche auch trockene Hände. Ich würde sagen, mir wir kommen langsam zum Schluss und abschließend, weil wir ja im Live-Chat von Christina und Arne sind, hätte ich noch eine Frage an die beiden vor allem. Ja. Nämlich, welche Rolle würdet ihr gerne spielen bei SDL, wenn es nicht eure eigene wäre? Die Frage kam nämlich auch ganz oft. Okay. Christina, willst du loslegen oder soll ich zuerst? Ja, mach du mal. Das ist auch eine gute Frage. Willst du loslegen oder soll ich zuerst? ich habe die Frage einmal schon beantwortet mit, nur mal ihm die Ohren zu halten, sonst hebt er ab, also mit Erik Vogt. Ne? Wie 6.999 andere auch. Und habe dann jetzt aber beim letzten Mal, ich wurde das jetzt schon öfter gefragt, und beim letzten Mal habe ich das tatsächlich beantwortet mit Rosalie Engel, weil ich sagen muss, ich finde die Rolle von der Rosalie auch total spannend, weil die Figuren um sich herum immer aus der Komfortzone kitzelt und die hat irgendwie einen wahnsinnigen Witz da drin und da irgendwie auch eine unglaubliche Narrenfreiheit auf eine Art und Weise, und das finde ich irgendwie auch zusammen mit dem Dr. Niederbühl, dieses Zusammenspiel, das fände ich total schön, da mal so für ein paar Tage, weißt du, das irgendwie, die einfach mal die Rosalie Engel zu spielen, fände ich, glaube ich, irgendwie ganz interessant. Ja, als ich das zum ersten Mal gefragt wurde, habe ich noch geantwortet, Frau Holle, weil ich das auch so spannend fand mit ihren Ticks, dass das so eine ganz, ganz spezielle Eigenheit ist, was sie auch großartig spielt und was so noch eine zusätzliche Farbe reinbringt. Aber ich habe seitdem sämtliche Phasen durchlaufen und fand alle irgendwie schon mal super spannend, dachte mir, ja, wie wäre das wohl hier auch mal so ein bisschen antagonistisch oder ja, jetzt hier so der Fitnesstrainer, locker, flockig, sportlich immer unterwegs zu sein. Also eigentlich würde ich an alles gerne mal reinschnuppern. Aber ich bin mit meiner Rolle auch sehr glücklich. Sehr schön. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, auch nochmal betreffend Arne und Christina, nächste Woche schlüpft ihr ja mal in eine ganz andere Rolle. Erzählt mal kurz. So, ja. Der Arne freut sich ja schon, der hat im Kalender schon, zählt schon die Tage zu Striche. Am Mittwoch sind wir zu sehen in der Quizshow Wer weiß denn sowas. Yay! Das haben wir im Februar gedreht und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Jetzt wird es gesendet und wir freuen uns total. Und schaut doch gerne rein. Ja, genau. Ja, wir haben da auch noch so ein bisschen... ja, Entschuldigung, Bert. Ich wollte nur noch mal ganz kurz für alle am 28.04. um 18 Uhr in der ARD. Genau. Genau, ja. Ja, es war ein sehr schönes Erlebnis. In der ARD. Aber es war großartig. Ihr werdet sehen. Ja, ich bin ja gespannt. Ich war ja, Uta und Lorenzo waren ja auch vor 2 Monaten oder 3 Monaten ja dabei. So, ja. Und da durfte ich ja als hier extra Telefonjoker dabei sein. Ah, wie cool. Und Uta hat ja sehr gut abgeschnitten. Also ich bin ja sehr gespannt, ob ihr da, Lorenzo nicht so, hat mich überrascht, ehrlich gesagt, ein bisschen, aber der hat nicht so gut abgeschnitten. Deswegen, ich werde es mir auf jeden Fall auch anschauen. Ja, der Lorenzo ist dabei, ne? Gebt mal eure Tipps. Mich würde jetzt mal interessieren, also Viola, Sven, Max, Bernd, natürlich auch ihr zu Hause. Was tippt ihr denn, wer gewonnen hat von uns beiden? Elton. Mhm.
Du warst bei Elton, oder? Der Elton war in einem Team mit Arne, bist du sicher? Also ich war... Die Lady! Ich war, also Arne, du hast mit Elton gespielt? Ich habe mit Elton ich gespielt. Ich habe mit Bernd. Genau, und die Christina mit dem Hueker. Hallo Emilia. Arne, hast du verloren. Okay, danke. Für dein okay. Ja. Sag ich. Wir werden sehen. Wie gut, dann nächste Woche mit. Lasst euch überraschen. Es bleibt spannend. Bernd, sag nochmal schnell, ein Autogramm, das kam jetzt auch die ganze Zeit. Sag nochmal schnell, wie man Autogramme bekommt. Das weißt doch du am besten. Autogramme bekommt man ganz einfach. Ihr müsst einen frankierten Rückumschlag an die Pressestelle von Sturm der Liebe schicken. Die Adresse findet ihr auf der Homepage von der ARD. Und genau, wie gesagt, da könnt ihr auch persönliche Briefe mit reinlegen. Die Schauspieler lesen das dann. Und wie gesagt, ihr könnt gerne dann ein Autogramm mit Widmung oder auch nur mit Unterschrift, je nachdem, wie ihr das gerne hättet, bekommt ihr dann zurück. Ganz wichtig ist aber wirklich der frankierte Rückumschlag. Das ist ein Umschlag, auf dem eine Briefmarke ist mit eurer Adresse, dass wir es an euch zurückschicken können. Ja. So, und ja. Ich finde, das ist doch dann ein tolles Schlusswort, oder? Absolut, absolut. Und der also Bernd, Teletextseite 555. Dass du hier durchmoderiert hast. Hm? Ja, vielen lieben Dank, dass wir noch dabei sind. Ja, vielen lieben Dank, genau. Ja, vielen Dank, dass ich mich zuschalten durfte oder zugeschalten wurde. Max, danke, dass du da warst als Überraschungsgast. Schön, dass wir uns wieder gesehen haben, Max. Bis hoffentlich bald. Ja, das finde ich auch. Euch ja. Natürlich danke fürs Zuschauen. Genau. Vielen, ciao. Vielen Dank an alle. Danke, Christina und Arne. Tschüss. Sven, Viola und natürlich auch Max und euch zu Hause. Max und the one and only Bernd. Bernd Willis. Schönen Abend. Ciao. Tschüss. Ciao.